Wir alle leben so ein bisschen mit dem Druck, dass es irgendwie so unausgesprochen ist. So, man muss jung an den Start kommen, weil sonst geht da nichts mehr. Und mit diesem Druck leben, glaube ich, alle KünstlerInnen. Hi, hier ist Mola. Ich mache schon ganz, ganz lange Musik und ich sage euch eine Sache, es war auf jeden Fall nicht immer leicht. Es war oft ein Hustle. Wenn ihr Musik macht, bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Und wie das Ganze bei mir gelaufen ist, hört ihr jetzt. Alte Schule, steile Kurve, immer Gegenwind. Wollte Wände kündeln, wo man noch ändern. Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Niemand sagt, dass das ein gutes Ende ist. Trettmann, ich glaube, wir waren einfach schwer beeindruckt, als der auf einmal so riesig wurde. Was ich so geil fand, war, dass es irgendwie einerseits total am Puls der Zeit war und irgendwie die Kids krass abgeholt hat. Und ich dachte mir so, wow. Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind. Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Ende ringt. Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Dir niemand sagt, dass es ein gutes Ende nimmt. Ein Typ, der irgendwie in seinen 40ern auf einmal durch die Decke geht, voll am Puls der Zeit ist mit seinem Sound und noch dazu irgendwie krasse Lyrics schreibt mit einer politischen Message, dachte ich mir, ich war schwer beeindruckt und irgendwie kamen wir so auf diesen Song. Seelenfänger schleichen um den Block hoch, machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund. Nur damit du weißt, wo ich herkomm. Alle guten Dinge kommen von oben. Der Zebrafink ist mir zugeflogen. Trettmann hat's bewiesen, wenn du tolle Musik machst, machst du tolle Musik und dann sagt auch kein 16-Jähriger, wenn er den Sound feiert, ich schaue jetzt mal auf Wikipedia nach, oh, da steht ja, ui, da steht ja hier, 130, da steht ja 1978, dann finde ich den Song doch scheiße. Ende 20 hatte ich viel mehr Angst davor, fuck, ich wäre zu alt für diese Branche, als jetzt. Weil, hey, 30 geknackt, 30 auch schon ein bisschen länger geknackt, ist mir egal. So. Schnee im Sommer, du fährst Ski und ich Fahrrad. Schnee im Sommer, du auf Piste, ich im Gras. Mit Schnee im Sommer war das dann die erste Platte, die sich so voll richtig angefühlt hat. Und es haben sich auch so viele Sachen verändert. Ich habe zum Beispiel früher, weiß ich nicht, wie oft Vocals neu aufgenommen und gesagt, das klingt noch nicht so, das passt noch nicht. Jetzt mittlerweile entstehen die Vocals eigentlich in dem Moment, wo der Song entstanden ist. Und ich sage auch, da muss man sie aufnehmen, weil da hast du es neu geschrieben, da fühlst du es. Es ist alles so, hat sich irgendwie so gefunden und fühlt sich so natürlich an, ohne irgendwie so einen großen Hustle draus zu machen. So eine Songidee, ob die funktioniert, ob die uns kickt, das weiß man innerhalb von einer Session, würde ich sagen. Mama, 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 sei mal rum in der Party. Der Song ist in 10 Minuten entstanden und ich ärgere mich gerade, dass ich die zweite Strophe nicht direkt geschrieben habe. Weil ich war, als der Song entstanden ist, waren wir so voll in dem Moment drin. Das war eigentlich einer dieser Momente, wo es so voll geflutscht hat und jetzt bin ich irgendwie mental fast zu weit weg. Und jetzt suche ich gerade. Also genau, es wäre cool, wenn jetzt irgendeine geile Idee kommen würde. Ja, diese Magic Moments, man muss erstmal sagen, die sind rar. Oft ist es auch einfach frustrierend und man fühlt es halt gar nicht so, was rauskommt. Aber manchmal gibt es irgendwie so Momente, wo was entsteht. Ich finde auch oft, es ist relativ spontan, überhaupt nicht planbar und auch nicht vorhersehbar. Nur weil es dich berührt, aka ein Magic Moment ist, heißt es doch überhaupt nicht, dass irgendjemand anders das gut findet. Aber das ist natürlich der Anfang. Du musst es ja erstmal fühlen. Damit halt, wenn du Popmusik machst, dann wirst du ja was machen, was dich ja irgendwie erreicht, weil sonst ist, keine Ahnung, ist ja dann wie KI-Musik oder so. Ich bin wirklich tiefenentspannt. Ich habe so lange Musik gemacht und es ging nichts. Mhm. Und ich bin so glücklich, wo wir jetzt sind. Alles, was jetzt noch dazu kommt, ist ein schönes Add-on. Und ich bin einfach froh, dass ich... dass wir Musik-Songs machen können, die jemand anhört, so läuft.
Wenn ihr noch mehr über NewcomerInnen erfahren wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.